Jetzt geht's gleich um die hier. Feigen aus dem eigenen Garten. Pflanzen aus südlichen Gefilden, die auch bei uns in den Gärten wachsen. Tja, das ist das Thema heute und als Beispiel haben wir die Feige. Damit hallo und herzlich willkommen zu Grünzeug TV aus dem blühenden Barock in Ludwigsburg. Ja, dieser Feigenbaum hier, der wächst hier schon seit 10 Jahren und der Grund ist, ehrlich gesagt, der Klimawandel, der viele, viele negative Seiten hat, aber er gibt uns in den Gärten auch viele neue Möglichkeiten. Und einer davon ist eben der Anbau südlicher Obstsorten, so wie hier dieser Feigen. Und damit das klappt, müssen wir natürlich erstmal gucken, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Die Feigen sind ja ein bisschen besondere Früchte. Sie werden es gleich merken, wenn ich es Ihnen erkläre. Wir schneiden erstmal eine auf und schauen mal, wie die reife Feige aussehen muss. Schauen Sie, ist das nicht wunderbar? Man sieht schon, die ist richtig schön saftig. Alles klar. Dann gibt es Feigen, die sehen so aus. Klein, schrumpelig, rötlich. Was ist da passiert? Ganz einfach. Das ist in Wirklichkeit keine Feigenfrucht, sondern eine Blüte, die nicht befruchtet war. Die ist von der Wildfeige. Sieht innen so aus. Da ist gar nichts an Frucht drin. Da ist hohl, da ist leer. Diese scheinbare Frucht fällt nach ein paar Wochen ab. Die wird dann so rot, fällt ab und fällt runter. Und dann wundern sich die Gartenbesitzer, die Frucht fällt ab. In Wirklichkeit ist es die nicht befruchtete Blüte. So eine Pflanze kommt wahrscheinlich direkt aus dem Urlaub, aus Griechenland, aus Italien, wo diese Pflanzen auf eine spezielle Wespe angewiesen sind zum Befruchten. Und die haben wir hier nicht. Folglich wird es nie Früchte geben. Also, wir kaufen in der Baumschule selbstfruchtende Feigen. Und zwar solche, die fürs Freiland geeignet sind. Und da fangen wir mal mit der besten an. Das ist Brown Turkey. Das ist eine der Sorten, die auch bei ganz vielen anderen Sorten eingekreuzt ist und eingemischt ist. Und Brown Turkey ist wirklich eine tolle Pflanze und eine tolle Frucht. Hier lässt sich's andeuten, selbst diese junge Pflanze, die erst 2 Jahre alt ist, hat schon erste kleine Früchte. Die werden später viel größer und auch noch eher so violettfarben. Also ganz, ganz toll. Dann die nächste, das ist Nero. Da sieht man hier, wie sie wird. Auch dunkelviolett, eher eine runde Frucht. Auch hier, das junge Bäumchen hat schon kleine Früchte, aber wie gesagt, das ist erstmal der Anfang. In den nächsten Jahren werden die noch wesentlich größer. Und dann einer meiner Lieblingspflanzen, das ist hier Violetta, die Bayernfeige. Das ist die Frucht, die ich gerade eben auch aufgeschnitten habe. Das ist eine deutsche Züchtung, die aus Veitshöchheim in Bayern kommt. Sehr, sehr frosthart, bis minus 10 bis 12 Grad. Also kein Problem, diese Pflanzen halten auch unsere normalen Winter inzwischen aus. Allerdings ganz klar, im Hochschwarzwald und auf der Schwäbischen Alb, ganz oben, 800 Meter Höhe, das geht nicht. Es geht so bis 500 Meter Höhe insgesamt. Und jetzt haben viele immer wieder auch die Frage, wie schneidet man dann Feigen, wie pflegt man die? Wenn man sie ausgepflanzt hat, sie sollten so buschig und kompakt aussehen wie diese Bayernfeige. Und da sieht man nämlich, dass die Früchte eben auch hier an diesen Kurztrieben wachsen. Das heißt, wir müssen das, was hier passiert ist, das müssen wir unbedingt verhindern, dass die Pflanze so kahl wird. Dadurch, dass wir regelmäßig schneiden und diese langen Triebe zurückschneiden. Es ist jetzt im Spätsommer nicht der optimale Zeitpunkt, aber ich zeige einfach mal, wie es dann auch im Frühjahr nach dem Winter geht. So, und dann schneiden wir mutig zurück. Also der Trieb ist ungefähr jetzt einen knappen Meter lang. Ich schneide ihn so auf 35, 40 cm runter. Ganz klar, eins und dann passend natürlich die anderen auch. Ja. Klar, wie schneiden wir? Immer so, dass über dem Auge hier noch ein bisschen Luft ist, dass es nicht eintrocknet. Hier war es vielleicht ein bisschen sogar zu weit weg, dann nehme ich noch ein bisschen weiter zurück. Und dann nehmen wir die restlichen auch zurück. Und das geht auch bei der jungen Pflanze hier durchaus im Spätsommer. Kein Problem. So, jetzt hat die Pflanze wieder so eine Form. Sie soll irgendwann mal so ähnlich werden wie diese schön verzweigte Violetta. Das ist eine wunderbare Pflanze. So, und die pflanze ich jetzt hier ein. Weil zu den zwei, die hier schon stehen, passt gerade noch eine dritte dazu. Vor dem Einpflanzen vielleicht noch ein paar Sätze zum Boden. Feigen sind sehr unempfindlich. Die brauchen keinen luxuriösen Boden. Ein normaler Gartenboden reicht. Was sie dringend brauchen, ist Schutz vor Staunässe. Das heißt, wenn sie einen sehr lehmigen Boden haben, dann unten eine Drainage mit Lava reinmachen. Das machen wir hier jetzt nicht, weil da ist jede Menge Sand im Boden. Der ist eh relativ leicht. Das wird ihr gefallen. Man sieht ja, ihren Schwestern hier gefällt es schon sehr gut. Und so was Kleines hier, so eine Pflanze in der Größe, die freut sich in den ersten Jahren über einen kleinen Windschutz und Winterschutz aus
Tannenreisig oder auch über eine Bastmatte, die sie rummachen, um sie vor der Wintersonne zu schützen, vor der austrocknenden Wintersonne. Aber später, bei so einem Exemplar, geht das ja auch gar nicht mehr. Da können wir nichts mehr machen. Die muss sich eben bewähren in unserem Winter. Also, dann würde ich sagen, auf geht's. Und ich sage auf jeden Fall vorm Einpflanzen schon mal tschüss. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Garten.